Besonders Künstlern setzt die Corona-Zeit schwer zu. Theater, Museen und Konzerthallen, alles ist wieder erst einmal geschlossen bis Ende November. Wie kommen die freischaffenden Künstler über die Runden? Einen kleinen Lichtblick gibt es für die 5 nominierten Kunstschaffenden des Rostocker Kunstpreises 2020. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 10.000 Euro. Aber selbst diejenigen, die nicht den Preis bekommen, aber nominiert sind, erhalten 1.000 Euro für den Ankauf eines Werkes für das Kunstmuseum der Stadt, für die Kunsthalle. Und im Übrigen ist es so, dass diese Ausstellungsmöglichkeit allein in der Kunsthalle Rostock und in der Sozietät ist für Künstler eine großartige Gelegenheit. Es ist ja eine große Personalausstellung, die hier zusammengefasst wird. Und Künstler brauchen Beifall. Künstler brauchen den öffentlichen Raum, um ihre Leistung zu präsentieren. Der Preis würdigt Künstler, die in MV leben oder deren Werke Bezug zur Region haben. Bereits zum 15. Mal wird der begehrte Preis verliehen. Der Gewinner wird allerdings erst am 5. Dezember bekannt gegeben. Grund dafür ist der November-Lockdown. Das ganze Jahr 2020 ist bereits schwierig, besonders für die Freiberufler. Dabei fällt es Künstlern im Allgemeinen schon schwer, von ihrer Kunst zu leben. Maximal 10% der bildenden Künstler sind dazu in der Lage. Einer, der zu den glücklichen 10% zählt, ist Rando Geschewski. Er ist für den Rostocker Kunstpreis nominiert. Seit 25 Jahren arbeitet der gebürtige Berliner als selbstständiger Maler. Er hat sein Atelier in Warnemünde. Also ich habe das Glück, dass ich von der Kunst leben kann. Das ist mal besser, mal schlechter, aber im Großen und Ganzen funktioniert das übers Jahr. Jetzt, dieses Jahr natürlich nicht so, ist klar. Aber ich habe auch Unterstützung bekommen hier, die man beantragen konnte. Aber ich komme eigentlich ganz gut klar. Man muss als Selbstständiger oder als freischaffender Maler schon dreimal mehr arbeiten, sag ich mal so, als man sonst arbeiten müsste für das gleiche Geld, weil von 3 Bildern verkaufe ich eben 1, sag ich mal. Ne? Ein Wiedererkennungsmerkmal ist Geschäftskis spezielles Collageprinzip. Ich habe früher eben Leinwände oder Papier auseinandergerissen, wieder zusammengeklebt, wenn ich Porträts gemalt habe und habe dadurch so Gesichter ineinander geschoben zum Beispiel. Ja? Später habe ich das malerisch oder konstruktiv gemacht und jetzt inzwischen habe ich so eine Mischform aus digital und analog, dass ich Porträts quasi analog zeichne oder mehrere Porträts. Also das ganz rechts zum Beispiel ist eins von diesen und dann digital wird das auseinandergeschnitten und übereinander geschoben. Ja, also es besteht aus mehreren Porträts und dann wird es mit einem Plattendrucker auf einer Folie gedruckt. Und dann gehe ich wieder rein mit Tusche und Bleistift und Rasierklinge, das ist das Typische für mich, dass ich quasi die Farbe mal rauskratze. Und dann setze ich das quasi neu zusammen oder zerlege das und setze es neu zusammen. Ebenfalls für den Rostocker Kunstpreis nominiert ist Udo Radke. Er gehört allerdings zu den 90% der Kultur- und Kreativbranche, für die die Malerei ein Zubrot ist. Die meisten Künstler haben eigentlich mehrere Standbeine. Das heißt, die reine Kunst, die Zeichnerei ist natürlich das Schönste, was man die meiste Zeit verbringen möchte. Aber ich mache auch Gebrauchsgrafik, ich gestalte Kataloge, ich gestalte Bücher, ich gestalte Plakate und ich bin auch organisatorisch tätig. Ich kuratiere auch Ausstellungen zum Beispiel. Sich sein Geld einzuteilen, das gehört zum Beruf des freischaffenden Künstlers, sagt Radke. Ein bisschen hilft die Provinzial Nord Brandkasse AG und sponsert den mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis. Wir sehen es eben auch als unsere Aufgabe, gerade im künstlerischen und kulturellen Bereich Unterstützung zu leisten. Und mit Sicherheit ist es für den Gewinner ein deutlicher Beitrag zu seinem Lebensunterhalt. Die Rostockerin Gudrun Pötsch, ebenfalls für den Kunstpreis vorgeschlagen, erzielt ihr Haupteinkommen mit anderweitigen Arbeiten im Bereich Grafikdesign. Mit ihren ausgestellten Collagen verdient sie nicht genügend Geld. Sie freut sich aber sehr darüber, dass sie eine kostenlose Ausstellungsbühne in der Sozietät Maritim bekommt, um ihre Werke zeigen zu können. Ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt hier in der Ausstellung zu sein. Also
Ähnlich bescheiden ist Gerlinde Kreuzburg. Sie ist in Berlin geboren, wohnt nun aber in der Nähe von Ribnitz-Damgarten. Die für den Kunstpreis nominierte Grafikerin könnte das Preisgeld gut gebrauchen. Mit ihrem Künstlerdasein allein finanziert sie ihren Lebensunterhalt ebenfalls nicht. Ihr regelmäßiges Haupteinkommen verdient sie anderweitig. Sie ist die künstlerische Geschäftsführerin des Vereins Künstlerhaus Ahrenshoop. Die Ausstellung ist für sie ein Geschenk. Es ist eine kostenlose Plattform, ihre Werke zu präsentieren. In ihrer Kunst spielt die Linie eine große Rolle. Ich finde, das Zeichnen oder grafische Vervielfältigen, das hat so etwas Ähnliches wie Schreiben. Und vielleicht kommt daher auch meine Nähe zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Also ich kommuniziere gern. Und für mich ist die Linie oder das Zeichnen ein ganz wunderbares Mittel, was man dann mit Farbe noch vollgießen kann. Alle für den Kunstpreis nominierten Künstler dürfen ihre Werke für mehrere Wochen im ältesten Kunsthaus der Hansestadt Rostock ausstellen, in der Sozietät Maritim. Doch auch der Sozietät steht das Wasser bis zum Hals. Die Corona-Maßnahmen treffen das ehemalige Schifffahrtsmuseum hart. Ich habe natürlich immer so ein kleines Polster, weil ich bin Betriebswirt und da bin ich natürlich vorsichtig. Wir haben aber auch Sponsoren. Natürlich einen zweiten Lockdown, den hatten wir nicht eingeplant. Ne? Und wir müssen ja davon ausgehen, die Kunstpreisausstellung ist der Besuch kostenlos. Und das ist natürlich für uns dann jetzt auch ein bisschen, aber ich habe gesagt, ja, wir machen das und dann ziehe ich das auch durch und wir werden noch einige Ausstellungen machen. Bloß die Ausstellungen, die jetzt Geld gebracht hätten, die fallen auch weg. Bis Ende November ist die Sozietät Maritim aufgrund des Lockdowns erst einmal geschlossen. Danach dürfen interessierte Besucher die Ausstellung der 5 Nominierten für den Rostocker Kunstpreis wieder bestaunen. Zusätzlich zum Hilfspaket für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen stellt die Bundesregierung im Programm Neustart Kultur 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Für uns in MV bleibt allerdings zu hoffen, dass die Künstler die schwere Corona-Zeit auch überstehen und wir weiterhin eine bunte Kulturszene vorfinden.